Der AIDS-Truck macht Halt an Tübinger Schulen. Im Anhänger eines LKW haben Missio und das Aktionsbündnis gegen AIDS eine gemeinsame Ausstellung organisiert. Sie sprechen damit das Thema AIDS an, das auf dem afrikanischen Kontinent höchste Dringlichkeit besitzt. Das Interesse von Missio ist zunächst mal vor allen Dingen darin begründet gewesen, dass unsere Partnerkirchen in Afrika sehr deutlich gemacht haben, dass dieses Problem eins der oder die Herausforderung für sie selber ist und eben auch das entscheidende pastorale Problem und die entscheidende pastorale Herausforderung. Und in zunehmendem Maße wurde aber auch deutlich, es reicht nicht aus, nur Projekte zu finanzieren, sondern es ist unbedingt nötig, auch Bildungs-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit in dem Bereich zu leisten. Ziel der Aktion ist es, Schüler auf das Thema AIDS aufmerksam zu machen. Sie sollen sich darüber klar werden, dass zwischen ihnen und den AIDS-Kranken trotz der räumlichen Entfernung keine allzu große Kluft besteht. Es ist ganz wichtig für uns, dass es eben nicht so rüberkommt nach dem Motto, AIDS ist ein Thema in Afrika, aber ist für uns eigentlich überhaupt nicht relevant und spielt eigentlich auch überhaupt keine Rolle und ist auch überhaupt nicht gefährlich in Deutschland. Aber es geht auch darum, selber nochmal seine eigene Einstellung zu Sexualität und natürlich auch zu HIV/AIDS sich nochmal genauer anzuschauen. Das Innere des Trucks soll den Jugendlichen das Gefühl geben, näher an den Betroffenen zu sein. Dafür sorgt die räumliche Einrichtung und ein Audioguide. Über diesen nehmen sie am Schicksal von AIDS-Kranken in Südafrika teil. Also die Identifikation läuft eben vor allen Dingen darüber, dass sie mitbekommen, dass auf der einen Seite diese Jugendlichen oft ganz genau die gleichen Interessen haben wie sie selber auch, aber natürlich in einem anderen kulturellen Kontext in Südafrika und eben absolut herausgefordert von dieser Krankheit, von dieser Epidemie, die eben gerade im südlichen Afrika in ganz einschneidendem Maße das gesellschaftliche Zusammenleben beeinflusst. Die Aktion gibt es seit 2004. Ungefähr 140.000 Schüler haben den Truck bereits durchlaufen und auch die Tübinger Jugendlichen nehmen aus der Ausstellung einiges mit. Ich fand es einfach interessant, mal mitzukriegen, wie das bei denen so abgeht, wie die einfach leben, was die jeden Tag machen. Schon ziemlich heftig, wenn man das so von so Leuten erzählt bekommt, die es halt wirklich durchmachen und mittendrin sind. Also ich finde es beeindruckend, dass wenn man merkt oder wenn einem klar wird, dass man AIDS hat, dass dann auch andere reagieren und dann nichts mehr mit einem zu tun haben wollen. Was sich hinter den Türen des Trucks verbirgt, öffnet Jugendlichen die Augen für eine stets präsente Gefahr. Der AIDS-Truck wird auch weiterhin versuchen, Aufmerksamkeit auf das Thema AIDS zu lenken.